Ja, heute im Adventskalender-Bastelprogramm ist ein Adventskalender. Aber so ein Teelichthalter für 4 Teelichter. Ich habe es euch ja gerade eben ihr habt es im Bild schon gesehen. Ja, und das ist auch wieder eine ganz schnelle Sache, die super toll aussieht und ein tolles Geschenk ist. Auch im Adventskalender oder eben auch zum ersten Advent, wie man das gern machen will. Ihr braucht ein A4-Papier, das könnt ihr nehmen. Weil so ein Teelicht, bitte nehmt auch nur elektrische Teelichter. Bitte nehmt keine echten. Das ist Papier und wenn das Feuer fängt, ist überhaupt nicht gut. Diese Teelichtbox ist nur für elektrische Sachen. Ja, also hier kommt eine Batterie rein und dann fackelt das ganz süß. Wartet mal. So, da seht ihr das. Ja, sieht halt sehr hübsch aus. Gibt es in vielen Bastelläden. Ich mache euch mal einen Link in die Infobox. Wo ihr das bei Amazon bestellen könnt. Ansonsten gibt es die auch beim Action zum Beispiel. Und ja, die sind halt sehr schön. Und mit denen basteln wir das. Die haben einen Durchmesser von 4 cm, also sind 3,5. Also wenn ich hier das drauflege, ja, dann seht ihr das schon. Dann ist überall bei 4 cm passt es genau rein. Und so werden wir auch die Box basteln. Als erstes machen wir außen. Beim Außen müsst ihr immer so 4,25 messen, weil ihr knickt es dann ja um und damit das alles richtig zusammenpasst. Ich habe ja hier wieder meinen Smiley bei 5,25, deswegen lege ich mein Papier bei 1 cm an. Und falze das Ganze bei diesem Smiley, also bei 4,25. Und das braucht ihr 5 solche Flächen, also 4,25 Falzen. Da ihr in 4 Flächen das reinklebt und in der 5. schneidet ihr es ab. So, ich markiere mir die jetzt nochmal. Das ist mit dem Falzbein zu machen. Und jetzt schneidet ihr hier das ab, so dass ihr das hier übrig habt. So, da könnt ihr auch schon mal Probe falten. Und dann seht ihr auch schon, so, dass das passt. Und eine, also an 4 kommt es ran und eine kommt nachher hier drüber. Ihr könnt, damit das alles schön hält, könnt ihr natürlich, wenn ihr Dekopapier benutzt, auch ein paar Magnete verstecken. Ich werde das nachher einfach mit einer Schnur festmachen. Oder vielleicht mache ich noch Magnete, weiß ich noch nicht. Aber erstmal machen wir die Box fertig. So, das ist das Innenleben. Und jetzt braucht ihr 4 Boxen, da wo die reinpassen. Dann nehme ich jetzt den Papierrest. Ups. Und nehme dann mein Falzbrett. So, und die Höhe von einer Kerze ist ungefähr 1,75 cm. Ich möchte eigentlich, dass man die nicht so wirklich sieht. Ich möchte, dass wirklich das Teelichtchen rausguckt. Deswegen mache ich die 1,5 cm hoch. So, da falze ich den Rest bei 1,5. Dann gebe ich 4 cm. 1, 2, 3, 4. Also bei 5,5. Falze wieder und mache nochmal 1,5 bei 7. So, dann drehe ich mir das. Mache hier 1,5. Dann 4 cm. 1,5. So, das ist die erste Box. Und weil das Papier ja noch Platz hat, mache ich noch eine zweite Box. Also wieder 1,5, 4, 1, 2, 3, 4 cm und 1,5. So, und ich glaube, die zweite passt nicht mehr ganz hin. Ja, wir können es ja. So, wir können ja mal ausprobieren. 1,5, 1, 2, 3, 4. Und hier sind es auch 1,5. Doch, 3 Boxen kriegen wir raus. Cool. Ja, ist natürlich gut. Also dann brauchen wir nur noch für eine Box dann den Papierrest. So, wir schneiden jetzt dieses Überschüssige hier ab. Ups. Na, weil das ist ja unsere Box. Und jetzt trennen wir noch die Box auseinander. Wenn ihr natürlich Scoreboard und Schneidemaschine in einem habt, braucht ihr das nicht umständlich machen, wie ich mit dem Scorebrett. Aber da ich ja momentan nur die Schneidemaschine habe, mache ich das Ganze so. So, jetzt haben wir schon mal 3 fertig von diesen Boxlein. Jetzt schneiden wir nur noch
hier die Flügelchen ein. Das kennt ihr vielleicht schon, wenn ihr schon andere Boxen gemacht habt, weil das muss ja gleich zusammengeklebt werden. So. So. Und somit habt ihr jetzt die Teelichtbox fertig. Upsala. Klebt das Ganze nur noch ein. Dafür mache ich auf die vier Ecken Kleber drauf. Ich drehe das mal um, dann ist es ein bisschen einfacher. So, kommt Kleber drauf. Ja, ich arbeite ausnahmsweise mal mit Flüssigkleber. Habe mir nämlich schon meine dritte Hand rausgesucht, die das für mich dann gleich festhält. Dritte Hand nenne ich immer diese Klammern. Ich weiß gar nicht, wie die heißen. Die sind jedenfalls ultra cool, weil das klammert ihr hier ran und dann hält die für euch das fest, während es trocknet und ihr müsst es nicht selber festhalten. Spart nämlich unglaublich viel Zeit, als wenn ich jetzt so sitze und jetzt die ganze Zeit das hier ran drücke. Ja, warte ich. Da bin ich immer viel zu ungeduldig für. Ich möchte aber eben, dass es schön fest ist. Und dann kann man die Klammern ganz toll dafür verwenden, indem man das festmacht. Ups. Und dann nochmal prüfen, nicht, dass man es auseinandergerutscht hat, so wie ich jetzt hier. So. Und ja, dann lässt man die trocknen. Ich bastle jetzt mal schnell die anderen drei Boxen noch. Und damit es für euch nicht so langweilig ist, springen wir mal weiter. Das ist das Schöne, ihr seid nämlich sofort dann fertig. Das ist das Schöne an der Videotechnik. Schwupps, sind die Kästchen auch alle vier fertig. Ja, wie findet ihr eigentlich meine neue Schneidetechnik? Ich persönlich finde es ja viel besser, weil sonst habe ich ja immer gezeigt, wie man es macht. Und dann habe ich Musik eingedüdelt und habe da stundenlang gebastelt, wo man nur zugucken konnte, wo dann irgendwelche Musik lief. Und dann habe ich wieder weitergemacht. Und jetzt ist es ja so, ich springe wirklich von Schritt zu Schritt, damit ihr nicht so viel Langeweilezeit habt dazwischen. Findet ihr das gut oder fandet ihr das früher mit der Musik besser? Würde mich rein mal interessieren. Ja, einfach mal so spaßeshalber könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben. So, wir legen los. Wir haben jetzt natürlich das hier so ein bisschen schon geknickt. Das müssen wir jetzt wieder auseinander machen. Also ihr braucht das eigentlich nicht vorher falten. Aber ist nicht schlimm. So geht man sicher, dass das nicht falsch angeklebt wird. So, jetzt gucke ich mal, dass ihr auch in der Kamera seid. Ja, seid ihr. Super. So, genau. Ich nehme dafür die Schneidematte zur Hilfe, um das anzukleben. Und wir kleben nämlich hier bei einem Zentimeter, dann hier bei 5, bei 10 und bei 15 das Ganze an. Und ja. Dabei achten wir, dass hier unten die unterste Kiste, die muss wirklich schön unten bündig sein, denn die ist die Kiste, die es natürlich auch ein bisschen stabil mitmacht, dass es halt stabil bleibt. Ja, und ich nehme hier ordentlich Kleber, damit das dann auch hält. So, die müsst ihr jetzt schön unten bündig ranmachen. So. Ich natürlich hier den doofen Schatten von der Kamera, vom Stativlicht. Muss es gerade mal so halten. So, weil das muss wirklich ordentlich sein. So. Super. Haben wir. Ja, das ist der Nachteil, wenn man halt das dann macht, dann muss man hier das selber festdrücken. Aber gut. Trocknet ja relativ fix. So. Sehr schön. Die ist dran. So, und jetzt nehme ich mir die Schneidematte zur Hilfe. Und ein Lineal, um mir die Linie von der Schneidematte zu verlängern. Ich finde den Trick, den ich mir hier überlegt habe, echt gut. Weil jetzt mache ich hier Kleber ran. So. So, und kann das hier als stabile Linie nehmen, um das dort richtig anzukleben. Habe die 5 cm Platz, was ja auch gut ist. Ja.
Und muss hier nichts malen. Also ich habe ja auch schon Videos gesehen, da haben die denn hier gemalt und gemacht und getan, damit das ja in der richtigen Höhe ist. Und ich finde die Version echt cool und easy. Weil man muss hier ein bisschen auf die Größe achten, einfach dem geschuldet, weil wir das Ganze nachher zusammenfalten sollen, das ja als ein Turm auch zusammengehen soll. Ne? Und wenn man da nicht richtig die Maße macht oder so, nicht ganz aufpasst, dann hat man gar ganz schnell Probleme beim Zusammenrollen des Turms. Und das möchten wir ja nicht. So, jetzt wird hier der nächste angeklebt. So, und immer schön, deswegen habe ich es nämlich gefaltet. Ich sehe genau, wo die Falznaht ist, damit das nicht ups, drüber ist. So, mein Lineal passt halt auch genau hier zwischen. Das ist genau, also ja, 3,2 Zentimeter oder 3,5 Zentimeter breit. Das passt ganz gut. So, und dann kommt hier das letzte Paketchen. Wieder 5 Zentimeter. So. Ordentlich Kleber. Und dran das Ganze. So. Sehr gut. So, und während das trocknet, bauen wir jetzt mal das Deckelchen, was hier oben drauf kommt. Im nächsten Schritt bauen wir oben das Deckelchen. Dafür braucht ihr ein Quadrat. Das muss 8,5 mal 8,5 cm sein. Und das falzt ihr bei 2 cm. Dann 1, 2, 3, 4, 4,5 cm geben. Also bei 6,5 nochmal falzen. Und dann habt ihr noch 2 übrig. Drehen. Bei 2 cm. Dann bei 4,5. Also bei 6,5 machen und dann habt ihr dieses Kästchen. Jetzt schneidet ihr, wie auch bei den kleinen Türchen, den Deckel so raus. Ups. Und da wir das ja ein Mühchen größer gemacht haben als von die Box, die haben wir ja 4,25 gemacht. Und das haben wir jetzt 4,5 im Durchmesser gemacht. Passt es genau drauf. So. Und es kann jetzt nebenbei trocknen, währenddessen wir die Kästchen dann ankleben, beziehungsweise die Deko machen. So, macht ihr wieder genau wie die Kästchen. Macht ihr hier Kleber ran. Ich spare heute auch nicht an Kleber, weil das muss ja doch ein bisschen Gewicht halten mit dem Teelicht. Wobei das hier jetzt kein Gewicht, das ist ja nur der Deckel. Aber ihr wisst, was ich meine, ne? Ich meine es immer besonders gut mit Kleber. Bringt das eigentlich was? Wenn besonders viel Kleber nimmt? Weiß nicht. Also ich habe immer das Gefühl, es hält dann besser. Ich gehe dann immer lieber auf Nummer sicher und hau da ordentlich Kleber drauf. So, jetzt habe ich hier Kleber dran gemacht. So viel zu dem Thema. So. Ja. Klammer das Ganze fest. Wieder. Und lasse das kurz trocknen. So. So, das ist der Deckel und der passt dann da gleich drauf. So, ihr Lieben, jetzt ist alles trocken. Sowohl, ja. Mein kleiner Turm. Ups, passt auch perfekt drauf, das Kästchen. Also auch mein Kästchen. Ja, jedenfalls können wir jetzt dekorieren. Fürs Dekorieren habe ich mir 4 Streifen Dekopapier zurecht geschnitten. Das Dekopapier ist 20 cm hoch und 3,8 cm breit. Weil ich das halt direkt hier so mit ein bisschen Abstand drum kleben möchte. So. Und
Ja, ich überlege die ganze Zeit, ob ich hier oben so einen kleinen Cut mache und hier oben was draufklebe, aber eigentlich ist es auch so ganz hübsch, denke ich. Ja, jedenfalls muss das hier drum geklebt werden und ihr seht schon, ich mache das hier nach innen, logisch, weil hier unten ist ja dieses Teil dran. Dann geht es ja zu und das hier kommt drüber. Das heißt, ich möchte hier und hier Band haben, was das Ganze zusammenhält. Da habe ich hier einfach mal so ein Designband genommen, was man für ein paar günstige Euros beim Action kriegt. So, und binde das mal zurecht, damit ich weiß, wie viel Länge ich brauche. So, ein bisschen länger muss es sein, also sagen wir mal so, dass man ordentlich auch eine Schleife binden kann. Ja, und dann fixiere ich mir das Ganze, indem ich, so, ja, können wir jetzt ja nicht mehr so machen. Genau, fixiere ich mir das Ganze, indem ich hier so mit dem doppelseitigen Klebeband lang gehe. So. Und dann, ach so, noch richtig rum. Wenn ihr ein Muster drauf habt, dann sollte das auch richtig rum sein. So, und dann macht ihr das nur noch hier fest. So. Und euer Dekopapier ist dran. Das hängt dann hier so ein bisschen runter, sieht aber ganz hübsch aus. Ach so, so. Und hält das Ganze hier aber gut zusammen. Man kann schön ein Schleifchen binden. Ja, und jetzt könnt ihr das Dekopapier drauf tun. Wenn euch die Box so auch schon gefällt, dann könnt ihr das Dekopapier auch weglassen. Das ist jedem sich überlassen. Ich finde noch die Idee ganz niedlich, wenn man oben so eine Schleife drauf macht. Das werden wir auch mal. Ich muss sagen, es gefällt mir auch so schon. Ich glaube, ich lasse das Dekopapier weg. Das finde ich nämlich auch schon sehr hübsch mit dem Schleifchen so dran. So, Box drauf. Und dann könnt ihr hier, die gibt es beim Teddy, diese fertigen Geschenkschleifen. Jetzt muss ich nur mal gucken, ob die mit Kleber ist oder nicht. Doch, die ist mit Kleber. So müsst ihr hier nur das abfröseln. Jetzt komm. Ja, so. Und dann könnt ihr hier. So, genau. Und dann klebt ihr das einfach hier so oben drauf. So. Ja, sehr süß. Und schon ist es fertig. Ja, ich glaube, das gefällt mir so schon. Ich glaube, die lasse ich sogar ohne Designpapier. Gut, das kann ja jeder für sich selber überlegen. Ich finde es ganz niedlich so. Und, ups. Jetzt kommen noch die Teelichter hinein. Ups. Chips. Chips. Und Chips. Ja, und fertig ist das Ganze. Und halten tut es auch toll. Ja, und dann brennt das Ganze. Jetzt brauchen wir aber, irgendwie fehlen mir hier noch Zahlen. Wir machen noch Zahlen zusammen. Dafür habe ich hier solche kleinen Münzen vorbereitet, die ich hier jetzt gleich anklebe. Finde ich persönlich eine niedliche Idee. Habe mir dazu dann auch hier Goni-Dekor genommen, um die Zahl drauf zu malen. Da Goni Dekor ja auch eine Spitze hat, kann man auch direkt drauf losmalen. Was ich eigentlich ganz gut finde. Braucht man nicht extra mit dem Pinsel und es ist halt ein bisschen wie so ein Stift. Und dann kann man hier, ups, die Zahl drauf machen. So, müsst ihr nur natürlich im Moment trocknen lassen, bevor es anklebt. Aber ich fand die Idee ganz cool. Ja. Weil jetzt einen ganzen Actionkalender zerschneiden, um da eine Zahl zu haben, fand ich irgendwie auch blöd. Deswegen habe ich das nicht gemacht. Und dann dachte ich, okay, aber ich möchte trotzdem irgendwie hübsche Zahlen haben. Für den ersten, zweiten, dritten und vierten Advent. Ja, und darum so das Ganze. Genau. Ja, das war's schon. Müsst ihr jetzt nur noch trocknen lassen. Und dann zeige ich euch gleich das fertige Adventskalenderchen. Das seht ihr jetzt. So, ihr Lieben. Ja, ich habe gleich noch ein bisschen weiter gebastelt.
Hier ist der, den wir zusammengebaut haben mit dem Tüge oder hellblauen Band. Den blauen, blaue Sternchen habe ich jetzt auf die Box gemacht und habe auf die Box zudem eine weiße drauf getan. Hier hinten habe ich noch in dunkelblau gearbeitet und hier noch in rot. Und ich finde, die sind alle super cool und schön geworden und freue mich, die jetzt zu verschenken. Ja, ich danke euch vielmals fürs Einschalten. Hoffe, es hat euch Spaß gemacht und wünsche euch noch einen tollen, eine tolle Vorweihnachtszeit. Bis zum nächsten Video. Bye! Thank you.